Guten Morgen zusammen. Es ist mal wieder Samstag. Wir haben jetzt 5.55 Uhr und ich bin auf dem Weg ins Fitnessstudio. Eigentlich wie jeden Samstag. Ich habe heute sogar mal nicht verschlafen. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich merke nur, dass meine Nase gerade noch ein bisschen verstopft ist. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe des Tages auch legen. Was steht heute an? Wohnungsputz. Ich muss mal wieder staubsaugen. Und ja, dann natürlich noch ein bisschen für die Seite was tun, nachdem ich gestern eine neue Rubrik mit veröffentlicht habe. Und Leute, verzeiht mir, ich melde mich später noch mal. Es ist zu kalt, mir fliegen gerade die Finger. Bis später. Okay, so, ich bin doch noch mal. Also es ist leer, nur zwei Parkplätze, zwei Autos belegt, und ich wechsle noch mal die Perspektive kurz. Und jetzt schauen wir mal, welche schönen Übungen ich heute machen werde. Und ja, hier ist es dunkel, hier ist das Licht schlecht. Das heißt, wir sehen uns innen drin. Meine Freunde, es ist jetzt 7:45 Uhr. Wir könnten zur Pizza Hut gehen. Die haben noch zu. Nein, Spaß beiseite. Ich habe jetzt meinen schönen Sportparcours beendet. Bin heute, habe sogar meine Zeit auf dem Laufband verbessert. Ich war länger drauf als vermutet. Habe es durchgehalten, war mehr Geschwindigkeit. Und bei einer höheren Steigung. Habe mich ziemlich sehr gefreut sogar. Weil es ist ja doch ein Fortschritt, gerade wenn du mit dem Laufband nicht zurechtkommst und du langsam lernst, es zu besiegen. Das ist etwas sehr Schönes. Zum Thema vorhin, wo ich gesagt habe, es ist so arschkalt. Ja, es war arschkalt, es ist noch arschkalt, aber es ist arschkalt minus ein paar Grad. Das wäre doch mal eine neue Wettereinheit. Das Wetter heute, arschkalt. Ich muss mal gucken, ich gehe jetzt heim, duschen, rasieren, dann noch ein paar Artikel schreiben, dann muss ich noch eine Mail rausschreiben wegen der neuen Kooperation. Dann wollte ich eigentlich auf einer Seite noch einen Index einbauen, aber irgendwie diese ganzen Plugins taugen nicht. Ich weiß nicht damals, wie ich es gemacht habe bei meiner ersten Seite. Ich glaube, ich habe Buchstaben selber markiert und dann mit Ankern gemacht. Das war, glaube ich, echt das Einfachste, einfach dann 26 Anker zu setzen und zu gucken, okay, passt. Oh, die Lichter sind ausgegangen und wir haben schon wieder eine Baustelle. In dieser Stadt geht nichts ohne Baustellen. Wahrscheinlich wird es ein neuer Fahrradweg. Was anderes kriegt unser OB ja nicht hin. So. Genau, Artikel schreiben, eventuell dann dieses Verzeichnis machen. Es ist einfach angenehmer. Ich meine, jetzt wenn du eine Handvoll Firmen hast, mit denen du zusammenarbeitest, vielleicht eine Seite vollkommen. Aber mit der Zeit wird dir die Seite größer. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Irgendwann ist es gescheitert, dass du mit Buchstaben sagen kannst, was weiß ich, zum Beispiel D wie oder E oder H wie EQ3 oder Homatic IP, dass du direkt dann auf die Links kommst. Es ist angenehmer, glaube ich. Zumindest finde ich es angenehmer, deswegen versuche ich es einzubauen. Jetzt habe ich die von Stonewall nochmal angeschrieben, wegen einer Kooperation. Ich bin mal gespannt, wann geantwortet wird. Ich hoffe bald, weil das soll ja im März sein, Mitte März. Und ja, mal gucken, hier ist immer noch alles gefroren. Das ist der Wahnsinn. Es schneit nicht, aber es ist alles gefroren. Gut, ich möchte gar nicht wissen, wie kalt es war heute, ne? Jedenfalls ist es, ja, es ist eigentlich perfekt für einen Morgenspaziergang. Ohne Handschuhe ist es halt blöd, ehrlich gesagt. Ohne Handschuhe ist es ziemlich beschissen, weil ich die Hände immer regelrecht dadurch absterben lasse, weil es so arschkalt ist. Und jetzt gucke ich mal kurz, ich gehe mal darüber und dann schauen wir uns das genau an. So, wartet. Hier seht ihr diesen ganzen Tau. Es ist alles gefroren, hier auch hinter mir. Alles freezy. Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Da bin ich wieder, da ist jemand vorbeigelaufen, und schaut euch mal diesen Himmel an. Das könnte heute
einerseits kann es hindeuten auf einen Tag, der arschkalt wird. Da haben wir unsere neue metrische Einheit wieder. Oder aber er wird schön. Im Sommer ist ja früher ein roter Morgen eigentlich auch was nicht Schlechtes. Das sieht echt toll aus. Wartet mal kurz, ich drehe mal die Kamera. Nachrichten, man sieht es nicht durch die Kamera. Ja, das ist jetzt blöd, aber gut, ihr wisst ja ungefähr, wie so ein hellroter Himmel aussieht. Und gerade bei dem, beim Wetter, aber naja. So. Was macht ihr die Woche noch? Oder was habt ihr die Woche gemacht? Verratet es mir einfach mal. Und ja, bevor ich jetzt hier wieder endlos schnacke und rede, gehe ich heim und wir sehen uns dann, wenn ich frisch bin. Bis dann. Hallo zusammen, endlich wieder daheim. Naja gut, es ist jetzt schon 12 Uhr knapp. Ich habe tatsächlich ein bisschen die Zeit verbummelt, wie immer. Wir waren jetzt, wie gesagt, einkaufen. Jetzt habe ich daheim noch ein bisschen an der Homepage gearbeitet. Hab noch schnell gestern und heute jetzt zwei kurze Updates, Releases rausgehauen. Mit einerseits neuen Funktionen, paar Verbesserungen, Korrekturen und auch für die Einfachheit der Benutzung. Also ihr könnt zum Beispiel mal auf Instagram gucken oder auf Twitter oder auf Facebook, da veröffentliche ich das auch. Oder aber auf der Seite direkt eben bei unten bei Changelog. Und was geht jetzt heute noch? Gute Frage, was geht heute noch? Das Wetter wird vermehrt schlechter, es soll nachmittags schneien. Ich habe leider momentan ein bisschen, ja, wie nennt man das? Egal, etwas, was sehr unschön ist, wo du permanent irgendwie auf ein Zimmer, in ein Zimmer rennen musst. Und ja, ich werde jetzt dann da wirklich heute daheim bleiben. Vielleicht heute Nachmittag, wenn es besser wird und ich nicht mehr dauernd irgendwie spülen muss sozusagen. Nochmal einen Spaziergang machen unter Umständen oder ähnliches und dann ist auch schon wieder Sonntag. Also ich komme momentan irgendwie nicht mit dem hinterher, was ich gerne machen möchte. Ich habe jetzt noch zwei, drei andere Firmen angesprochen, zwecks Kooperation, Presseverteiler und Co. Hab, wie gesagt, ja letzte Woche dann schon meinen Urlaub gebucht für März, wo ich jetzt auch noch auf eine Antwort warte von den Jungs und Mädels von Stonewall und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aktuell bin ich tatsächlich ein bisschen kaputt. Aber im Endeffekt, ja doch, wir kommen relativ gut durch den Tag und ja, mal gucken, was er noch so bringt. So, da bin ich wieder, Pieps da draußen. Es ist jetzt, lass mich mal gucken, wie viel Uhr es ist. 17 Uhr, es hat geschneit, zum Glück nicht ganz so stark, es ist wieder geschmolzen. Ein bisschen zumindest auf den Dächern, ja. Und ich habe jetzt noch zwei News geschrieben, die gehen heute noch raus. Hab, wie gesagt, das Anker-Feature eingebaut und jetzt noch ein weiteres Feature sozusagen für einen Seitenumbruch, weil sich das Interne von WordPress nicht mit meinem Theme verstanden hat, habe ich wieder auf was anderes ausweichen müssen. Normalerweise habt ihr ja dann unter den Artikeln sozusagen immer die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hat es mir ganz unten am Seitenende angezeigt. Das hat sich nicht mit meinem Plugin vertragen. Egal, was ich modifiziert habe, hat nicht funktioniert. Also suchst du im Internet natürlich herum, ungefähr 20 Minuten nach einem Plugin, was einigermaßen so deinen Ansprüchen gerecht wird. Hab's installiert und ich habe jetzt ewig rumprobieren müssen, bis es funktioniert, bis ich begriffen habe, was dieses Plugin eigentlich von mir wollte. Und ja, jetzt ist 17 Uhr. Mal gucken, was ich jetzt mache. Ich bereite jetzt noch, wie gesagt, einen Artikel vor. Die Videoreihe durch das Pixelmator-Ding werde ich auch auf die Seite mit verlinken bei Software. Und dann ist eigentlich schon wieder Zeit fürs Abendessen. Ich will heute aber auf jeden Fall noch zocken. Ich weiß nur noch nicht was. Entweder weiter mit Assassin's Creed Origins oder seit langem mal wieder Far Cry. Muss mal gucken. Wir werden es sehen. So, das letzte Videostück für heute. Es ist kurz vor 20 Uhr. Ich mache gerade Abendessen. Ich habe jetzt dann vorhin, wie ich gesagt, wo ich das Plugin noch eingebaut habe, jetzt noch ein bisschen an der Seite rumgearbeitet für den neuen Pixelmator Pro Artikel mit den Page Breaks, sprich mit den Seitenumbrüchen. Habe jetzt noch was schnell am Laptop geschrieben, habe es hoch. Das heißt, der Artikel ist auch online mittlerweile, auch auf Twitter, Facebook, Google Plus und auf der Seite natürlich auch. Und ja, ich schneide jetzt noch hier kurz das Video einigermaßen und dann geht's online und morgen, sozusagen am Sonntag, gibt's ein neues, aber es wird morgen wahrscheinlich nicht viel passieren. Das Wetter soll noch schlechter werden als heute und ich bin morgen eigentlich auch mal nirgends eingeladen, Gott sei Dank. Und ja, früh halt Sport, dann wieder ein bisschen da was machen. Ich werde jetzt heute Abend dann noch ein bisschen zocken und dann mal gucken. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs Zuschauen
Und wenn du mehr da draußen wissen willst, dann abonnier den Kanal da unten. Und ja, dann passt. Also, ciao.